Polen profitiert ja sehr stark von der Europäischen Union wirtschaftlich, auch sicherheitspolitisch. Das ist ein gewisser Schutzkordon, der Polen da auch durch Europa einbezogen wird. Warum zeigt man sich so hartleibig in dieser Frage, wenn es um ein gemeinsames, solidarisches, europäisches Projekt geht? Ja, zunächst einmal nicht nur Polen profitiert von der Europäischen Union, aber alle profitieren von der Europäischen Union. Und was jetzt, ich weiß, es kommt immer die Frage der EU-Mittel auf. Also zahlenmäßig bekommen da kleinere Länder pro Kopf wesentlich mehr als wir. Aber das ist auch nicht das Thema, denke ich mal, dieser Diskussionsrunde hier. Ich glaube also, um jetzt das mal zu erklären. Also die polnische Regierung ist ja erst zunächst einmal für ihre eigenen Bürger verantwortlich. Einer der Gründe, warum die Bürgerplattform die Wahlen verloren hat, ist der, dass sie sich bereit erklärt hat, die Flüchtlinge aufzunehmen. Das war ja eine Entscheidung der vorherigen Regierung. Das war mit einer der Gründe, warum sie die Wahlen verloren hat. Es ist in der Bevölkerung, der polnischen Bevölkerung, keine Bereitschaft dazu da. Und eine Regierung, die wiedergewählt werden möchte, die muss ganz einfach diese Sorgen, auch der Bürger, muss hier irgendwie... Zu Europa? Die Polen sind sehr proeuropäisch, grundsätzlich, die Polen sind sehr proeuropäisch, nur je mehr Druck da kommt aus Brüssel, je mehr Druck da kommt, desto euroskeptischer werden sie eigentlich. Sind sie denn nur proeuropäisch, wenn es ihnen in den Kram passt oder ansonsten nein, die maximal? Polen sind, nein, die Polen sind grundsätzlich sehr enthusiastisch Europa gegenüber eingestellt, aber man stellt sich zum Beispiel die Frage in Polen, also wir werden kritisiert für angebliche Demokratieverletzungen, ohne jetzt hier jemanden zu beleidigen oder beleidigen zu wollen, aber es gibt ja, man redet ja auch davon, dass die Aktion gegen die Kurden in der Türkei nun auch nicht unbedingt mit Menschenrechten vereinbar ist. Aber ich verstehe, dass man natürlich dann sagt, die Türkei ist das europäischste Land von allen, wenn es einem dann in den Kram passt. Also ich sage, es ist eine Heuchelei in der Europäischen Union manchmal vorhanden, die mich wirklich erstaunt. Ich glaube, Europa wird tatsächlich zerbrechen, aber Europa wird an dieser Flüchtlingskrise zerbrechen. Es tut mir leid, es ist einfach so. Europa hatte Zeit genug, 2011 fing es an, die Flüchtlingskrise, reell gesehen. Europa hatte genug Zeit, seine Außengrenzen zu sichern. Das hat es nicht getan. Und jetzt wird Outsourcing betrieben. Das wird jetzt alles auf die Türkei praktisch. Die Türkei muss jetzt die Verantwortung dafür übernehmen. Die Türkei muss unsere Außengrenzen schützen. Das sollte so nicht sein. Und ich erinnere Sie daran, dass Deutschland über die letzten wie viele Jahre versucht, die Türkei schon EU-Mitglied zu werden. Das hat Deutschland blockiert. Wir hatten nichts dagegen. Wir sollten diese Frage plötzlich hat sich das geändert. Gut. Doch, das sollten wir. Denn plötzlich, wo die Türkei sozusagen als Instrument dient, da plötzlich wird die EU-Mitgliedschaft wieder möglich. Also für mich ist das alles verlogen. Solange die